Es ist das Spiel der Vereinsgeschichte für den SV Tapfer 06 Leipzig. In der dritten Runde des Sachsenpokals geht es gegen den Drittligisten, gegen den FSV Zwickau. Spielstätte ist das Stadion von Lok Leipzig, das Bruno Plache aus Sicherheitsgründen. Tapfer ohne ihren besten Mann Oliver Koba, der privat verhindert. Zwickaus Trainer Joe Enox hat sein Team auf 9 Positionen verändert im Vergleich zum 1:1 in Halle in der Vorwoche. Und sein Team legt los wie die Feuerwehr. Leon Jensen mit etwas Glück, abgefälschter Ball. Das 0:1 bereits nach 6 Minuten durch den 22-jährigen Mittelfeldspieler. Tapfer wollte hier alles geben und ist aber etwas so un- und übermotiviert. Hinten nicht griffig genug. Trainer Steffen Hartmann noch nicht zufrieden. Und dann Zwickau weiter mit natürlich dem Chancenplus. Und hinten machen sie das nicht gut. Und da ist Dennis Jepel. Erst ein Drittligaspiel. Der will sich natürlich heute empfehlen. Aus Jena gekommen, der 21-jährige Mittelfeldspieler. Gut gemacht. Tapfer und mit Glück. Und Torhüter Markus Schwarze verhindert Tapfer noch das 0:3. Über 800 Zuschauer, gute Stimmung. Tapfer kommt selten über die Mittellinie. Und wenn es einmal passiert, dann leider ungefährlich. Dann die beste Chance. Roman Nogueira im Zusammenspiel mit Paul Gorsler. Doch gut abgelaufen von der FSV-Abwehr. Dann Torhüter Markus Schwarze klärt das Ding. Er noch der Motivierteste. 3:0 durch Abwehrchef Davy Frick. Seit 8 Jahren schon beim FSV, damals aus Jena gekommen. Er mit einem der schöneren Tore heute. Volley wunderbar abgeschlossen. Und die erste Hälfte ist noch nicht rum. Gute Vorarbeit von Gerrit Wehkamp, der hat Wut im Bauch. Und dann ist da wieder Dennis Jepel mit dem 0:4 kurz vor dem Pausenpfiff. Verdient. Aber Trainer Steffen Hartmann hatte sich etwas mehr ausgerechnet. Und jetzt geht es darum, den Schaden zu begrenzen. Sein Team kommt aus der Hälfte und steht etwas neben sich. Das 0:5 direkt nach Wiederanpfiff durch Yannick Meder. Er kennt sich in Leipzig ja ganz gut aus, wurde bei RB ausgebildet, hat sich die letzten Spiele aber an die Mannschaft rangekämpft. Und er hier, er hat wahrscheinlich die meiste Wut im Bauch, das sieht man auch an seinem Jubel. Gerrit Wehkamp, aus Lotte gekommen zu Saisonbeginn, hatte sich einen Stammplatz erkämpft, den hat er jetzt seit einigen Spielen an Tarsis Bonger verloren. Und dann Markus Schwarze, immer wieder der beste Mann, Spitzname Dixon. Doch hier das 0:7, wieder durch Yannick Meder, kann er nicht verhindern. Tapfer kämpft, versucht alles, aber die Kräfte lassen auch nach. Und dann fault Lucien Cornel, Trapp hier. Jepel und vor den Augen, ja, über 800 Zuschauer, 250 aus Zwickau. Gibt es Elfmeter und den darf der Wiedergenesene, 2 Monate Verletzungspause hat er hinter sich, Nils Miatke zum 0:8 verwerten. Da hat er dem Torhüter Dixon keine Chance gelassen. Die Kräfte lassen nach, man sieht es und dann ist da natürlich der Jubel nicht zu sehen im Gesicht von Gerrit Wehkamp. Das 0:9. Er macht damit Werbung in eigener Sache. Joe Enox wird es bestimmt registrieren. Das Spiel noch nicht vorbei. Die Zwickauer steuern auf eine ihrer höchsten Siege im Landespokal. Hier wieder der Torhüter, doch beim nächsten Schuss von Elias Paul Huth eingewechselt. Ohne Chance. Das Spiel geht in die letzten 10 Minuten. Und natürlich wollen noch einige Werbung machen, wie Dennis Jepel. Das dritte Tor für ihn heute, damit der erfolgreichste Torschütze. Bleibt er das auch?
Das ist die spannendste Frage in den letzten 10 Minuten. Zwickau hört nicht auf. Elias, Paul, Huth mit seinem zweiten Treffer. Wird er vielleicht Dennis Jepel heute noch gefährlich? Er aus Kaiserslautern ausgeliehen. Sehr interessanter Spieler. Spielt bislang eine prima Saison. Und da hätte Yannick Meder auch sein drittes Tor machen können. Macht er nicht. Doch dafür ist da wieder Dennis Jepel. Macht er nicht alleine. Uneigennützig und Elias Paulut. Ausgleich. Also zwischen diesen beiden Torschützen. Das 13:0. Dann ist es das aber auch gewesen. Der FSV Zwickau holt den höchsten Landespokalsieg der Geschichte. Und tapfer hat sich tapfer verkauft. Und hören sich den Applaus an. Den haben sich das Team von Steffen Hartmann und Markus Wittmann auch redlich verdient. Auch wenn die beiden absolut nicht zufrieden sind. Aber vielleicht gibt es nächste Saison ja wieder so ein Topspiel. Also ich denke, heute als Pokalspiel ist das immer ja, so eine Sache halt. Der Gegner hat alles versucht dagegen zu halten. Ich denke, wir hatten ziemlich viel Spaß heute erst und zweite Halbzeit zu spielen und deswegen ist das auch so hoch ausgegangen. Ja, woran hat es gelegen? Wahrscheinlich an 4 Ligen Unterschied auf jeden Fall. Also ich meine, ja, die erste Halbzeit, da hat man vielleicht das ein oder andere Mal noch ganz gut mitgehen können. Aber dann merkt man halt doch relativ schnell bei der Ballsicherheit, die Mannschaft da an den Tag legt, da kommt man einfach konditionell dann auch nicht mehr hinterher. Das ist dann schon, da merkt man dann 4 Klassen Unterschied. Da merkt man dann, dass man nur 2-mal die Woche trainiert. Da merkt man, dass die 5-mal die Woche trainieren und da hat man dann leider nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Ja, wahre Worte von Tapfer-Kapitän Sebastian Schaar und Hut ab für seine Mannschaft. Die wird bestimmt noch oft an das Spiel denken, auch am kommenden Wochenende, wenn es gegen den FC Bad Lausick geht. Für den FSV Zwickau geht es weiter im Sachsenpokal und am kommenden Sonntag in der Liga gegen die zweite Mannschaft von Bayern München. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.